Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, wie ihr in diesem sehr schönen Hintergrund seht, ich bin hier auf meiner Couch und ich werde heute mal eine Frage beantworten, die ein paar gefragt haben, nämlich, was halte ich persönlich von Pokémon Go? Nun ja, ich fange erstmal von ganz unten an. Ich bin es ja gewohnt, die ganz normalen Pokémon-Spiele zu spielen, heißt, ich habe mit Pokémon Rot angefangen. Dann ging es weiter mit Pokémon Smaragd. Dann habe ich noch Pokémon Silber gespielt, durchgespielt. Dann kam Pokémon Omega Rubin, Pokémon Alpha Saphir, Pokémon Diamant. Und ja, das ist zugegeben, vielleicht werde ich mir noch Sonne und Mond holen, aber das kann ich noch nicht sagen. Ja, und dann kam die App, beziehungsweise ich glaube schon vor Sonne und Mond, ich bin mir nicht sicher, kam dann Pokémon Go. Let's Go Pokémon ist ja was anderes. Pokémon Go ist, wenn ich das mal so sage, eine sehr gute App. Sie ist wirklich gut, auch diese Idee von Niantic war wirklich sehr klasse, dass man einfach in der Umgebung Pokémon fangen kann und ja, die Idee war einfach legendär und klasse gemacht, auch umgesetzt und was natürlich am Anfang, also ich habe das am Anfang ja gespielt, ich habe am Anfang Pokémon Go gespielt. Aber im Laufe der Zeit ist dann halt ein bisschen, ist bei mir so ein bisschen verloren gegangen. Auch am Anfang haben sich auch viele beschwert, dass dieses Virtual Reality bei diesen Pokémon sehr schlecht umgesetzt wurde. Aber darüber konnten halt sehr viele hinwegsehen. Das gehört heute noch zu einem der erfolgreichsten Spiele auf dem Handy. Exakt wegen diesem Pokémon-Franchise. Aber ich persönlich muss sagen, Pokémon Go hat mich nicht angesprochen. Es war okay, auch Pokémon zu fangen, auch die Idee und so war echt gut, auch in diesen Meeren und dass man auch in diese Arenen kann und so Pokémon bekämpfen kann, die andere da hingesetzt haben. Die Idee war wirklich gut, es war eine echt klasse Idee, aber es hat mich nicht wirklich angesprochen. Nach einer gewissen Zeit, nach glaube 3-4 Wochen, war es mir zu lau. Vor allem bei einem Pokémon-Spiel ging es mir immer um diese übelste Herausforderung. Dass wenn ich jetzt zu einer Arena gehe, dann sehe ich, geil, da ist eine Arena. Ich muss meine Pokémon trainieren, dass sie stärker werden, dass ich diese Arena, auch wenn sie nur leicht ist, aber normalerweise sind die Arenen nicht leicht, dass man sie halt schafft und da ist man ins hohe Gras gegangen und hat diese Pokémon trainiert und trainiert und trainiert. Und das ist ein Punkt, den ich bei Let's Go auch vermisse. Nämlich das ins Gras gehen und Pokémon bekämpfen. Warum gibt es das nicht mit Nintendo? Warum kann ich nicht einfach mal wieder ins Gras gehen und ganz so tausende Pokémon töten, nur um meine Pokémon aufzupushen. Das verstehe ich nicht. Warum haben die das weggemacht? Das wäre sogar bei Pokémon Go so geil gewesen, muss ich sagen. Hätte das bei Pokémon Go oder Let's Go sogar reingenommen, ich hätte es mir auf jeden Fall gekauft, Pokémon Let's Go. Aber jetzt ist es mir einfach, es ist mir in Vergessenheit geraten. Pokémon Let's Go hat eine super Grafik und so und sieht auch echt toll aus von der Kanto-Region, also echt Respekt. Aber was die Spielmechanik angeht, ich bin nicht der Pokémon Go-Fan. Sie haben es ja an Pokémon Go angelegt und ich bin nicht ein Pokémon Go-Fan. Ich habe es 3-4 Wochen gespielt, aber das war's. Mehr nicht und das hat mich auch nicht wirklich abgeholt, dieses Spiel. Und genau deshalb finde ich es auch schade. Und also was ich persönlich davon halte, wie gesagt, ich bin kein dieser, ja komm, geh ins Ball rein, hoffentlich fange ich das. Nein, ich finde, es nimmt im Kampf so die Spannung und dieses belohnende Gefühl, wenn man ein Pokémon endlich gefangen hat, gerade bei legendären oder bei seltenen Pokémon, die man so lange gesucht hat, das ist auch ein Faktor, denn das fand ich immer am coolsten, Pokémon suchen, weil du suchst und dann kommt irgendwann das Pokémon und du bist einfach mal so, da ist es, oh mein Gott, dein Herz pumpt bis auf 180 und sogar mehr, das war einfach ein so geiles Gefühl, wenn du das Viech dann endlich im Pokémon hast und das war bei Pokémon Go komplett weg. Und bei Let's Go genauso. Und das finde ich schade. Also, ja, ich finde, also, meiner Meinung nach sind für mich die normalen Pokémon-Spiele wie Rot, Blau, Silber, Kristall, ja, die normalen, die sind für mich immer noch am besten als Let's Go und Pokémon Go. Meiner Meinung nach. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier rechts ist der Abo-Knopf. Hier links kommen wir zu meinem letzten Video. Und ich würde mal sagen, bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.
Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Hoffentlich ist es voll. Hallo, meine. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Hoffentlich ist es.